Wie sieht die technologische Welt von morgen aus? Wie kommt das Neue in die Welt? In der Innovation Map der WKÖ wird Technologie von morgen erklärt. Die Innovation Map präsentiert 105 visionäre Technologien und bewertet ihren Reifegrad nach dem Technology Readiness Level der NASA. Auf einer Skala von 1, grundlegende Prinzipien werden gerade getestet, bis 9, die Technologie wird bereits in unser Leben integriert. Technologien, die die Welt verändern können, findest du auf innovationmap.at. Es ist ein ruhiger, aber kühler Morgen im Wiener Prater. Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch das dichte Laub der Bäume. Wir schreiben das Jahr 1813 und am Ufer der Donau befindet sich die erste Wiener Militärschwimmschule. Der breite Fluss fließt ruhig vorbei, sein Wasser glitzert im sanften Licht des neuen Tages. Ein junger Rekrut steht am Rand des hölzernen Stegs, der sich in die Donau streckt. Sein Herz schlägt schneller, als er die friedliche Wasseroberfläche betrachtet. Er weiß, dass dieser Tag der Beginn einer harten und sehr wichtigen Ausbildung ist. Um ihn herum versammeln sich weitere Rekruten, alle mit einem ähnlichen Ausdruck von Nervosität und Entschlossenheit in den Augen. Die Stille wird nur durch das entfernte Rufen von Vögeln und dem gelegentlichen Rascheln der Blätter unterbrochen. Der Kommandant, ein erfahrener Offizier, tritt schließlich vor die Gruppe. Seine Stimme ist klar, als er die ersten Anweisungen gibt. Die Rekruten werden heute schwimmen lernen. Und in den kommenden Tagen und Wochen soll diese Fähigkeit perfektioniert werden. Er zeigt den Rekruten einige Übungen, die sie im Trockentraining absolvieren. Nach einer kurzen Übungsphase ist es dann an der Zeit, ins Wasser zu gehen. Der junge Rekrut lässt sich mit einem tiefen Atemzug in das kalte Wasser der Donau gleiten. Der Schock der Kälte durchfährt ihn, aber er zwingt sich, ruhig zu bleiben. Er erinnert sich an die grundlegenden Anweisungen und er beginnt, die Bewegungen nachzuahmen. Die ersten Züge sind schwierig, seine Bewegungen unbeholfen und unsicher. Er spürt die starke Strömung der Donau. Der Kommandant ist geduldig. Er ermutigt die Männer, weiterzumachen und Schritt für Schritt lernen sie die Technik, die Arme und Beine in rhythmischen Bewegungen zu koordinieren. Der Rekrut konzentriert sich auf jeden Atemzug, jeden Schlag seiner Arme. Als er ans Ufer zurückkehrt, ist er erschöpft, aber auch erfüllt von einem neuen Gefühl der Stärke. Der Kommandant nickt ihm anerkennend zu. Inmitten des Praters, an den Ufern der Donau, beginnt seine Reise als Soldat und er freut sich auf die kommenden Herausforderungen. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle zwei Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. In unserem Gestern befinden wir uns also im Jahr 1813. Zu dieser Zeit wurde die erste Militärschwimmschule in Wien eröffnet. Das Schwimmen an sich geht allerdings schon an den Beginn der Menschheit zurück. Bereits in der Steinzeit schwammen Menschen durch Gewässer, sei es zur Fortbewegung oder um sich vor Feinden zu schützen. Im alten Ägypten gehörte das Schwimmen zum guten Ton. Adelige hatten sogar ihre eigenen Schwimmmeister. Im antiken Rom und Griechenland wurde dem Schwimmen bzw. dem Baden nochmal eine viel größere Bedeutung zugeschrieben. Badehäuser waren ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Mit dem Zerfall des Römischen Reichs wurden viele Thermen zu Orten der Sittenlosigkeit. Dadurch kam es auch zu dem Untergang der Thermen und der Badekultur, die erst viel später wieder aufgelebt wurde. Im Mittelalter war das Schwimmen dann sogar verpönt, da es mit einer Entblößung des Körpers verbunden war. Zu dieser Zeit galt das Wasser als gefährliches Element.
Geschichten über Seeungeheuer und Unterwasserdämonen wurden erfunden, sodass sich niemand mehr in freie Gewässer traute. Sollte es doch jemand versuchen, wurde das hart bestraft. Die folgenden Generationen wuchsen also naturgemäß als Nichtschwimmer heran. Und Ertrinken wurde eine der häufigsten Todesursachen bei vielen Menschen. Erst mit der Zeit der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert wurde das Schwimmen dann langsam wieder in die Gesellschaft gebracht. Zur Einführung des systematischen Schwimmunterrichts in Österreich kam es ab 1810 für militärische Zwecke. Zu dieser Zeit wurde in Prag die erste Militärschwimmschule eröffnet. Ranghohe Militärmitglieder hatten sich dafür eingesetzt, da es bei den Napoleonischen Kriegen zu einer Vielzahl von ertrinkenden Österreichern in der Donau kam. Die Franzosen hingegen durchschwammen bei der Belagerung Wiens mehrmals die Donau, wie das österreichische Militär damals mit Verblüffung feststellte. Neben der Eröffnung der Militärschwimmschule im Prater 1813 kam es zu zahlreichen weiteren vergleichbaren Institutionen in den Provinzhauptstädten. Als Freizeitsport aber hat sich das Schwimmen in Österreich erst viel später etabliert. Der 1861 gegründete Erste Wiener Turnverein besaß ab 1862 eine Schwimmschule am Kaiserwasser, die dann Vorbild für andere Vereine wurden. Und seit 1926 ist der Schwimmunterricht in Wien für Schulkinder verpflichtend. Heute gibt es in fast jedem größeren Ort in Österreich ein Hallen- oder Freibad. An vielen Stellen finden sich auch Baggerseen oder andere Badeseen. Freizeit- und Erlebnisbäder für Familien mit Kindern boomen, genauso auch wie Thermen und Wellness-Tempel, die versuchen, die traditionellen Badekulturen wieder aufleben zu lassen. Wie viele Freibäder es genau in Österreich gibt, lässt sich allerdings nicht sagen. Die Wirtschaftskammer geht mit Stand 2018 von insgesamt 337 Freibädern aus, allerdings noch ohne die Wiener Bäder. In der Hauptstadt gibt es noch 17 städtische und privat betriebene Bäder. Allerdings ist es so, dass die meisten Bäder in den 1960er bis 1980er Jahren errichtet wurden. Das heißt, viele dieser mittlerweile in die Jahre gekommenen Bäder sind nun gerade sanierungsbedürftig. Und das stellt Gemeinden vor eine große finanzielle Herausforderung. Und so wird das Bad manchmal eher geschlossen als renoviert. Schwimmen spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Gesundheit wiederherzustellen oder zu erhalten. Trotzdem beklagen Experten, dass die Zahl der Nichtschwimmer in den vergangenen Jahren wieder steigt. Fehlende Zeit, fehlendes Geld und auch fehlendes Interesse sind die häufigsten Gründe dafür, warum zunehmend weniger Kinder schwimmen lernen, was Wasser für sie noch gefährlicher macht. Ertrinken gehört für Kleinkinder zwischen einem und vier Jahren zu den häufigsten Ursachen tödlicher Unfälle. Da reicht oft ein Planschbecken, der Gartenteich, die Regentonne oder ein kleiner Bach oder Graben. Doch wie kann man Kinder die Natur erforschen lassen und sie gleichzeitig absichern? Zusätzlich zu den klassischen Schwimmflügeln, die die meisten von uns kennen, gibt's da jetzt etwas ganz Neues. Das Startup AirMate hat ein T-Shirt entwickelt, das Leben retten kann. Ich spreche dazu mit dem Gründer Christopher Brummeier. Hallo Christopher. Hallo. Du hast gemeinsam mit deiner Kollegin Melissa Leibitz-Eder 2021 das Startup AirMate gegründet. Erzähl uns doch mal, was macht ihr? Ja, wir haben uns eigentlich 2021 das Ziel gesetzt, kleine Kinder vor dem Ertrinken zu retten. Eigentlich war immer der Fokus, komfortables Rettungsgerät zu machen für Kinder, wenn das jetzt in Wassernähe kommt, beziehungsweise mit Wasser in Kontakt kommt, dass sie dann irgendwas aufbläst und das kleine Kind nicht ertrinken kann. Dazu möchte ich ein paar Hard Facts liefern, weil das ist für ein bisschen Aufklärung in den gesamten Bereich. Es ist so, dass Ertrinken bei Kleinkindern in Europa immer unter die Top 3 der häufigsten Todesursachen ist. Was heißt das? Kinder in dem Alter, gerade von 2 bis 6, können einfach das Risiko nicht gescheit einschätzen. Und es gibt in Österreich also eine ganz nette Studie, wo sie herausgefunden haben, dass
gerade die Dreijährigen eigentlich die sind, die was meisten gefährdet sind. Und es gibt einen signifikanten Zusammenhang mit privaten Gewässern. Das war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt. Gab es irgendwas Konkretes, was euch dazu gebracht hat, dass ihr euch diese Erfindung, also dass ihr euch da was überlegen wollt? Ja, also es war so, dass bei uns im Ort, also Melissa und ich sind beide bei der Freiwilligen Feuerwehr, und bei uns im Ort ist ein Vierjähriger ertrunken, weil die Mama ganz kurz Zigaretten holen war. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo wir dann ein bisschen zum Diskutieren angefangen haben, wie sowas passieren kann. Und dann ist bei mir ein Uni-Projekt, also ich bin ein Innovations- und Produktmanager, hat dann da mitgespielt, wo ich mich dann ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann gemerkt habe, hui, da ist eine große Lücke in der Sicherheitstechnik. Und dann habe ich gesagt, hey Melissa, hast Bock, machen wir da was gemeinsam? Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und daraufhin habt ihr euch gedacht, das wollt ihr ändern und habt AirMate erfunden. Und was macht AirMate konkret? Genau, also AirMate besteht grundsätzlich aus drei Teilen. Du hast einmal ein T-Shirt, das was UV-Schutz bietet. Und die zwei Stoffe, die wir verwenden, sind also erstens einmal aus Europa. Und einer der Stoffe hat einen speziellen Membran mit drauf. Sprich, der Membran, der kann sie mit Luft füllen und das T-Shirt kann sie dann aufblasen. Das heißt, das Kind merkt eigentlich nicht einmal, dass er ein Rettungsgerät anhat, außer durch die Elektronik, das was der zweite Teil ist von dem Gesamten. Das heißt, du hast eine kleine Elektronik mit einer CO2-Patrone an der Brust. Und wenn diese Elektronik vollflächig unter Wasser ist, dann wird innerhalb von 5 Sekunden eine CO2-Patrone geöffnet. Das CO2 strömt aus in das T-Shirt rein und dreht das Kind im Wasser in die Rückenlage, sodass das Kind dann an der Wasseroberfläche ist. Und was uns auch besonders macht, ist, dass wir der erste Auslöser sind, der was dann akustische und visuelle Signale abgibt. Das heißt, es fängt zum Blinken an, und zusätzlich haben wir einen Lautsprecher verbaut, der dann die ganze Umgebung beschallt, sodass jeder eigentlich darauf aufmerksam wird, dass da jetzt ein Kind ins Wasser gefallen ist, obwohl es eigentlich dort nicht sein sollte. Also das heißt, das T-Shirt ist prinzipiell mal so wie jedes gängige UV-T-Shirt. So kann ich es mir jetzt vorstellen vom Aussehen her. Und diese Technik, die ihr verbaut habt, ich meine, ist die schwer oder ist die massiv oder wie genau, in einer Tasche oder? Die Elektronik, also der Auslöser, den was wir entwickelt haben und auch patentiert haben, der hat in etwa 100 Gramm, sprich, das ist so schwer wie eine Herrenarmbanduhr und wird an das T-Shirt angesteckt. Das heißt, du kannst das T-Shirt genauso waschen, du kannst, wenn es einmal ausgelöst ist, kannst du das CO2 wieder rauslassen aus dem Schwimmkörper und kannst es einfach wiederverwenden. Das Einzige, was du austauschen musst, ist die CO2-Patrone. Genau. Und das heißt, man kann das T-Shirt auch einfach normal zum Schwimmen verwenden, wenn ich dabei bin, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten rumrennen lasse, wo eine Wasserfläche ist, dann heftig einfach die Technik dran. Also das T-Shirt kannst du, also wenn das Kind jetzt zum Beispiel im seichten Wasser sitzt und planschen tut oder eine Wasserschlacht macht, ja, ist das perfekt. Also da kannst du es anhaben, da wird nichts passieren, weil das ganze System hochreaktiv ist, aber auf der anderen Seite nicht reaktiv. Sprich, die Brust muss wirklich vollflächig unter Wasser sein, dass das ausgelöst wird. Wenn es das nicht ist, passiert gar nichts. Sprich, Spritzwasser ist überhaupt kein Thema. Also beim Planschen oder so. Genau. Wenn das passiert nichts. Genau. Mhm. Wenn das Kind aber entscheidet, es möchte jetzt ohne Schwimmflügel oder sonst irgendwas schwimmen gehen, dann löst das aus. Also es ist keine Schwimmhilfe, das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern es ist präventiv. Das heißt, das Kind hat das beim Spielen zum Beispiel im Garten an, daneben ist der Pool, und wenn das Kind jetzt dort, sagen wir jetzt im März, entscheidet, es möchte einen Kübel Wasser holen, weil beim Sandspielen, der trocken ist, ist nicht so unbedingt lustig, und es bekommt Übergewicht und fällt ins Wasser, dann sind wir da und retten das Kind. Also es ist ein tägliches Rettungsgerät, so nennen es wir eigentlich ganz häufig. Wie war das mit der Forschung? Also du sagst, ihr habt zwei verschiedene oder unterschiedliche Stoffe, die ihr verwendet. Wie lief die Forschung ab und was waren so die größten Herausforderungen?
Forschung ist grundsätzlich, wir haben ja Grundlagenentwicklung gemacht. Also wir haben die bestehenden Inflatoren, so heißen die Auslöser bei Schwimmwesten, analysiert und sind dann relativ schnell drauf gekommen, hey, die sind alle super groß, die sind nicht entwickelt worden für Kinder. Und wenn so ein Inflator auf ein Kinder-T-Shirt gepackt werden sollte, dann ist er fast so lange wie der gesamte Kinderkörper. Und das war für uns so ein No-Go. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir müssen da was Eigenes entwickeln, weil zusätzlich kommt nur dazu, dass oft da so eine Schnur dran ist, wo du anziehen kannst und den Rettungsmechanismus aktivieren kannst. Und das kann halt ein Zweijähriges nicht. Also erstens mal haben die das Kraft nicht und zweitens, wenn das Kind ins Wasser fällt, dann erstarrt es und dann passiert gar nichts. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dann müssen wir was entwickeln. Melissa ist Chemikerin, wir haben ursprünglich einmal einen chemischen Ansatz gehabt. Der hat am ersten Augenblick ganz gut funktioniert, bis dass wir dann leider die Reaktionsgeschwindigkeiten nicht mehr beschleunigen haben können. Und dann sind wir vor knapp anderthalb Jahre haben wir einen Funktionsprinzip-Switch machen müssen. Sprich, wir sind von der chemisch-physikalischen Lösung zur Elektronik geswitcht. Und haben da jetzt, also Melissa und ich haben beide Grundlagen, also theoretische Grundlagen in der Elektrotechnik und haben dann aber gemerkt, hey, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Expertise dazu und haben dann eigentlich unser Gründerteam mit Philipp und Bernhard nur erweitert. Und dann haben wir halt das neue patentierte System entwickelt und es war ziemlich viel Up and Downs und das Schwierigste an dem Ganzen war eigentlich immer die Finanzierung, weil irgendwie hat uns das nie mehr zutraut, dass wir das machen können. Wie habt ihr die Finanzierung gestaltet? Wir haben Kleinstfinanzierungen gehabt vom Land Oberösterreich, teilweise von der FFG. Der Rest ist eigentlich gebootstrapped mit eigener Arbeitszeitfinanz, also ja. Und halt natürlich sind Eigenmittel auch mittlerweile en masse eingeflossen. Und ja, jetzt stehen wir halt an der Phase, dass das Proof of Concept geschafft ist und wir eigentlich furchtbar stolz drauf sind. Ja, gratuliere. Das heißt, da muss auch viel Überzeugung, persönliche Überzeugung dahinter stehen. Wie seid ihr damit umgegangen, wenn jetzt auf diesem Weg, wenn es Tiefschläge gab oder so, wie habt ihr euch da wieder aufgerafft? Da ist einfach das Team wichtig. Also ich bin eher so der emotionale Mensch, Melissa ist eher der rationale Mensch. Und im Gründerteam brauchst du einfach beides. Also wenn ich wieder mal einen kleinen Depri-Phase habe, wo ich sage, okay, das passt alles nicht, das funktioniert alles nicht, die sind so langsam. Und wenn ich halt ins Jammern komme, dann sagt sie halt wieder, hey Christopher, einen Schritt zurück, betrachte es mal von draußen. Das ist rein emotional, was du jetzt gerade machst. Und das braucht halt der emotionale Typ. Und wenn halt der rationale Typ einmal ins Strudeln kommt, dann braucht er genau den anderen Typ, dass er sagt, hey, schau was, da muss ich halt kommen mit die motivierenden Worte einfach auf emotionaler Ebene, dass der halt wieder rauskommt. Und das kann ich nur sagen, dass das schlussendlich ja ist das Gründerteam, was die da immer wieder rausholt. Und ich habe einen Designprofessor gehabt, der was gesagt hat, trust the process. Sprich, vertraue einfach dem Prozess und schau, was hingeht. Und ja, wie sagt man so schön in Österreich, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht vorbei. okay, wo steht ihr heute? Also jetzt weniger emotional als vielleicht oder beides, aber mit dem Produkt. Wo steht ihr heute und was ist jetzt euer nächster großer Schritt? Wir haben das Proof of Concept geschafft. Wir haben jetzt die ersten Tests gemacht. Also wir wissen, dass das Produkt funktioniert. Wir sind jetzt gerade am finalen Fertigungsverfahren für die Produktion dann noch und zum Herausfinden. Und dann geht es eigentlich wieder ins Fundraising rein. Sprich, wir sind eine persönliche Schutzausrüstung und du hast halt für solche Produkte musst du das Ganze extern prüfen lassen. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem Markt, der was erzkonservativ ist, wo Innovationen eigentlich die letzten seit die 80er nicht mehr vorangetrieben worden sind. Und das ist extrem challenging, dass du da die richtigen Schlüsselpartner rausfindest. Und
ja, für uns geht es jetzt dann eben Fundraising, damit wir die sechsstellige Summe irgendwie aufstellen können, damit wir die Zertifizierung, also Testung von einer Zertifizierungsstelle machen lassen können. Und nur so, wenn wir die externe Testung erfolgreich bestehen, können wir damit auf den Markt gehen. Das heißt, das ist eigentlich, könnte ein Killkriterium sein, was wir eigentlich nicht glauben. Sind die Auflagen besonders hoch oder ist es besonders schwierig, gerade eben wegen diesem Sicherheitsbereich und weil man in Österreich ist, wo ja prinzipiell schon relativ viel reglementiert ist? Du bist eine persönliche Schutzausrüstung, das ist immer das eine. Persönliche Schutzausrüstung hat immer sehr hohe Anforderungen. Die Testung nach der Norm, die können wir zum Beispiel gar nicht in Österreich machen, weil es einfach die Prüfstände nicht gibt. Das heißt, wir sind da eigentlich in der Schwimmwestennorm zu Hause. Das ist allgemein ein sehr schwieriges Pflaster. Also für uns ist das jetzt so gelaufen, dass wir einen Zertifizierer aus UK haben, der was die ganzen Tests in Amerika machen muss, weil es in Europa keine Prüfstellen mehr gibt. Das heißt, wir bewegen uns da wirklich in einem sehr schwierigen Umfeld, wo halt Innovationen nicht getrieben wird. Und wie wir das erste Mal das angefragt haben, haben sie sich nicht einmal vorstellen können, wie das funktioniert. Also das heißt, das war sehr komplex und wir haben da viel Aufklärungsarbeit zu betreiben in Form von, hey, schaut's, bei Lawinen-Airbags gibt's auch elektronische Auslöser etc. etc. Aber das ist sehr interessant auch, weil du vorher gesagt hast, das letzte war quasi in den 80er Jahren. Meinst du da die Schwimmflügel? Oder nee, wahrscheinlich, das, oder? Das sind Automatik-Schwimmwesten-Auslöser, sprich, da hast du eine Feder, die vorgespannt ist. An dieser Feder ist mehr oder weniger ganz plump gesagt ein Dorn dran. Und damit der Dorn nicht die CO2-Patrone aufsticht, ist davor eine Salztablette. Wenn die Salztablette sich auflöst, dann wird der Dorn frei und die CO2-Patrone wird aufgestochen. Sprich, ein rein mechanischer Prozess, der auf jeden Fall bewährt ist für die Hochsee, aber halt für Kinder nicht entwickelt worden ist, sondern für Erwachsene. Und das ist halt da, wo wir sagen, hey, ich muss nicht immer Hochseeweste machen, sondern für Kinder reicht auch weniger. Ja, und es ist ein sehr, wie gesagt, man merkt schon ein bisschen, es ist ein sehr komplexer Prozess. Die Auflagen sind dementsprechend sehr hoch. Also wir, nur dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wir müssen fast 300 Vorserien zum Zertifizierer schicken, damit der die Tests machen kann. Und entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Das heißt, es gibt nur ein Go oder ein No-Go. Und das ist halt sehr krass, weil 300 Stück, du musst ja das vorproduzieren auch. Also wir brauchen dann die finalen Werkzeugkosten, sprich Spritzgusswerkzeugkosten. Wir brauchen die Verfahren, die was wir dann zum Verschweißen vom Gehäuse nehmen. Wir brauchen für das Textil brauchen wir auch wieder Werkzeuge. Das heißt, es muss alles fertig sein. Und es kann aber dann schlussendlich sein, dass wir das gar nicht mehr weiterverwenden. Eingestampft werden. Genau. Das ist Wahnsinn, ja. Das erinnert auch wieder daran, dass es nicht nur reicht, eine gute Idee zu haben, sondern du musst das dann quasi wirklich einmal durchbringen. Also das muss halt anerkannt werden. Was natürlich auch wieder, wenn es um Kinder und Sicherheit geht, ist das schon verständlich. Aber dass es in ganz Europa nicht mal eine Stelle gibt, die sich darum kümmert, ist auch interessant. Ja, zu 100%. Es gäbe diese Stellen, aber die sind erstens einmal sind die sehr zentralisiert worden. Sprich, es gibt zum Beispiel in Dänemark eine, da kommst du nur rein, wenn du auf Empfehlung kommst von anderen Schwimmwestenherstellern. Sonst kommst du da einfach gar nicht rein. Also als junges Startup, da kannst du nur so viele E-Mails hinschreiben, ist keiner da, der was dementsprechend irgendwie auf dich Rücksicht nimmt, beziehungsweise dich einfach wahrnimmt. Und das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig für uns. Ja, das heißt, ihr seid jetzt dabei, quasi diese 300 Stück zu schicken, wenn ihr das Go bekommt. Wie stellt ihr euch das denn vor? Wo soll man eure T-Shirts kriegen können zum Beispiel? Wir haben einen kleinen Markttest gemacht in Form von einer Crowdfunding, wo wir einfach mal den Response von Social Media ein bisschen abgreifen wollten, haben dort auch geschaut, okay, wie performt das, und es hat sich relativ schnell herausgestellt,
das ist polarisiert. Es ist ein Thema, das was, wo jeder eine Meinung dazu hat. Das ist ein Thema, wo was stark diskutiert wird. Und dementsprechend die Costs per Klicks sehr gering sind. Also so, wenn man das jetzt vergleicht zu marktüblichen Sachen. Das heißt, es ist sehr aufgelegt für ein B2C E-Commerce-Business, aber es wird nicht nur so sein. Also Online-Shop bei uns kann man es jetzt schon dann vorbestellen. Also das wird jetzt in ja, knapp 2-3 Tagen ist der Store online, wo man es dann vorbestellen kann und uns damit unterstützt, dass wir eben die hohen Zertifizierungskosten zum Teil finanzieren können. Aber falls jetzt da scheitern sollte, überweisen wir das Geld zurück. Das ist wichtig zu wissen. Und natürlich dann im ersten Schritt wird es über Poolbar vielleicht laufen. Also wenn jetzt der Poolbar zum Beispiel zuhört, ihr könnt sich gerne bei uns melden und schon mal einen Bedarf für nächstes Jahr bekannt geben. Aber kleine Kinderboutiquen und wenn wir dann ready sind, dann wird es auch irgendwann über Intersport beziehungsweise große Sportketten dann einfach vertrieben werden. Aber da müssen wir ready dafür sein, da muss die Marke bekannt sein, weil sonst macht es relativ wenig Sinn. Was genau polarisiert so stark? Was sind da die Gegenpole? Die einen sagen, da muss ich halt auf mein Kind aufpassen. Da muss ich halt mein Kind, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die kennt halt einfach das Problem am Wasser. Ja, du bist... du ziehst es dem Kind an und du bist unter Anführungszeichen zusätzlich abgeschützt, weil du kannst dein Kind, gerade dein Dreijähriges, das was teilweise nicht auf die Kommandos von Eltern horcht, kannst du nicht dauerhaft beaufsichtigen. Und da gibt es halt einfach zwei Seiten. Da gibt es das eine Lager, der was sagt, ja, bis jetzt haben wir es auch geschafft. Und da gibt es die andere Seite, hey, cool, das nimmt mir ein bisschen an Druck aus am Wasser. Das Kind kann einfach mehr mit dem Wasser hantieren, kann einfach mehr explorieren und sie einfach freier bewegen und hat vielleicht das Negative nicht assoziiert, weil meine Eltern sind gestresst am Wasser, dann holt es mich immer weg vom Wasser und das ist was einfach stark polarisiert. Ja, ist auch interessant, weil man weiß ja mittlerweile, dass da wenige Sekunden, Minuten ausreichen, ja. Wenn ein Kind ins Wasser fällt, dann gerade jetzt die Kleinen von 2 bis 6, da gibt es einen natürlichen Reflex, sprich das Kind fällt ins Wasser und es erstarrt. Das heißt, es versucht nicht, dass es an die Wasseroberfläche kommt. Ich meine, ja, bei den Größeren, wenn sie dann schwimmen können, ja. Aber grundsätzlich, gerade die Kleinen, die erstarren und die treiben im Wasser, je nachdem, ob sie jetzt noch Luft in der Lunge haben oder nicht. Wenn sie keine Luft mehr in der Lunge haben, dann sinken sie ab, dann siehst du sie nicht mehr. Der Prozess des ins Wasser Fallens und Abtauchen, das passiert innerhalb von 5 Minuten, bis das Kind tot ist. Also nach 2 Minuten ist das Kind bewusstlos, nach 3 Minuten hat das Kind vollgeschäden und nach 5 Minuten ist das Kind tot. Und wenn man sich jetzt einmal überlegt, was sind 5 Minuten, das ist ein ganz kurzes Telefonat. Und das ist eigentlich nur, weil es so eine kleine Unaufmerksamkeit als Elternteil gehabt hast, wird das auf einmal zu einer lebensverändernden Situation. Und das ist eigentlich auch, was uns ursprünglich dazu motiviert hat, dass wir das ändern. Was glaubst du denn eigentlich, wo wir so, ihr tut es jetzt euren Teil, aber was glaubst du, wo wir allgemein stehen werden in 20, 30 Jahren, wenn es um Kinder und Wasser geht? Ja, ich vergleiche das einfach gern mit einem Helm beim Skifahren. Ich vergleiche es gern mit Kindersitz beim Auto. Da setzt du das auch auf, wenn es zu einer blöden Situation kommt und das Kind fällt blöd oder es kommt zum Verkehrsunfall, dass dann was da ist. Und da hinterfragt keiner mehr, wieso dass das Kind das anhabt. Und dasselbe muss eigentlich auch für Kinder am See gelten. Sprich, Kind hat halt einfach sowas an und fertig. Und das fürs Kind ist ja jetzt in dem Sinn nicht unbequem zum Tragen, weil es ja in der Bewegung nicht einschränkt. Und da müssen sie wir als Ermit noch stark weiterentwickeln, aber natürlich auch der Markt sie weiterentwickeln. Da gehört einfach ganz viel Kommunikation dazu. Und irgendwann wird es akzeptiert sein, dass da halt auch
Sicherheitsprodukte gibt, das, was halt einfach das Kind retten kann oder schützen kann. Mich würde halt interessieren, ob man sagen kann, ob die Menschen überhaupt offen sind für diese Art von Innovation. Da muss ich jetzt meinem Mitbewerber ein bisschen eine Bühne geben. Die sind vor knapp 1,5 Jahre auf den Markt gegangen und haben innerhalb von den 1,5 oder so ins 2 Jahre gewesen sein, in dem Kernmarkt, wo sie unterwegs sind, auch in Europa, 10.000 Stück umgesetzt. Das heißt, es ist ein Bedarf da, es ist das Bedürfnis da und das ist auch das, was wir gemerkt haben. Also wenn es schon verfügbar wäre, jetzt in diesem Moment, hätten es viele Menschen auch bei uns gekauft. Also wir haben das Feedback bekommen. Und gerade wir reden zwar jetzt aktuell von den kleinen Kindern, aber wir reden da auch von Kindern, die was zum Beispiel Down-Syndrom haben, also sprich eine körperliche Beeinträchtigung, die wahrscheinlich nie so richtig schwimmen lernen können und aber auch die Sicherheit vielleicht auch gar nicht so einschätzen können. Und das heißt, es ist auf jeden Fall der Bedarf da und das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, egal mit welchem Elternteil ich rede, es versteht jeder das Problem. Aber sie haben nicht gewusst, dass es dafür auch eine Lösung geben kann. Bis jetzt. Bis jetzt. Genau. Super. Lieber Christopher, danke für das spannende Gespräch. Danke dir auch und es war super schön, beim Innovator zu sein. Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.